So, wir haben gestern mal geguckt, was es hier in Chantaburi so noch an Mieten gibt. Kondos, Apartments, so vielleicht ein bisschen teurer. Und ich habe da gestern ein Apartment entdeckt, relativ neuwertig, mit Fitnessstudio, mit Pool. Das gucken wir uns jetzt mal an und ich habe da echt mal geguckt, ob wir nicht vielleicht auch umziehen, weil das ist für den Preis echt schön, hat gut ausgesehen. Von der Anlage erinnert das schon so ein wenig, wo wir in Bangkok waren, der Lachs. Und gleich hier in der Nähe ist auch der Chantaburi, der River. Schön, hier ist auch eine relativ neuwertige Küche drin. Nicht nur mit Mikrowelle, schöner Kühlschrank, auch eine Möglichkeit zum Kochen. Zwei Ceranplatten und auch sehr schön eine Dunstabzugshaube. Schlafzimmer. Man sieht, es ist halt hier alles sehr neuwertig. Schöner Flachbildfernseher für die Leute, die gerne Fernsehen gucken. Wir machen das ja weniger. Ja, hier gibt es einen riesengroßen Einbau. Schrank. Lichter. Ja, so. Toilette. Auch alles sehr neuwertig, modern. Dusche. Schaut auch sehr schön aus. Und hier ist der Wohnbereich. Klein, aber gemütlich, sehr modern. Das Einzige, was ich so ein bisschen vermissen würde, wäre eine Sitzecke. So, aber richtig schön, hat einen Balkon. Einziges, was schade ist, wir sind relativ tief im ersten Obergeschoss, sprich, hier sieht man auch schon den Pool, hat einen schöne Poolanlage, aber da finden gerade Bauarbeiten statt. Sprich, der ist gerade nicht nutzbar, aber das ist ja auch keine Dauerlösung. Ansonsten relativ klein geschnitten, aber den Balkon kann man ganz gut benutzen. Ja, das haben natürlich viele Kondos nicht. Eine richtig schöne Küche, das ist natürlich fein. Da wird sich die Mai freuen. Hier kann sie richtig schön. Here you can good cooking, ne? Ja, der Flur, alles modern, groß geschnitten. Macht auf jeden Fall so einen ganz guten Eindruck. So, hier sind wir jetzt wieder draußen und ja. Den Pool gibt es natürlich nicht so viel zu sehen, aber ich denke mal, das ist ein ganz normaler Standardpool. Aber das kleine Apartment-Gym, das gucken wir jetzt noch an. Wie gesagt, hier sieht man natürlich hier der Bereich. Hier sind eigentlich noch Duschen und Toiletten. Okay. So, dann gucke ich mir mal das kleine Studio an. Joa. Okay. Also es gibt vielleicht Leute, die können sowas nutzen, aber für mich ist das nichts. Also da war das Gym in Bangkok definitiv besser ausgestattet. Ne? Relativ klein gehalten, hier so eine kleine Multifunktionsmaschine. Also das wäre halt ein Fitnessstudio, da würde ich definitiv separat ins Fitnessstudio gehen. Aber für den einen oder anderen mag das ausreichen und ist das vielleicht auch in Ordnung. Boah. Ansonsten ringsrum relativ grün. Wie gesagt, hier ist der Pool. Der wird wahrscheinlich wieder instand gesetzt oder so ein bisschen renoviert. Ist natürlich
ein kleiner Luxus, was Schönes. Ja. So sieht das von außen aus. Riverside, Chanterbury. Ansonsten gibt es vorne ein Security, 24 Stunden. Und hier gibt es natürlich auch kleine überdachte Parkmöglichkeit, Parkgarage für Autos und für Motorräder. Ja, jetzt sind wir wieder draußen. Macht auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck. What do you think? You like the kitchen, ne? I like only kitchen. Ja, ja. Ja, Toilette, Dusche, ja, Küche sieht richtig, richtig gut aus. Aber ich sag mal, it's, I think, very small, ne? I think, when land 8,000 baht or 7,000 baht, it's good for it. Ja, wir hatten 10,000 baht, I think, too high. Genau. Wir hatten euch ja noch gar nicht den Preis verraten, ne? Das Apartment, wie es jetzt hier ist, soll kosten 10,000 Thai baht. Das sind umgerechnet, ungefähr müssten das sein, so 250, 260 Euro. Ne? Das ist nicht ganz den Preis, den wir in Bangkok hatten. In Bangkok hatten wir 12.000 Euro plus Nebenkosten. Ja, was noch ganz cool ist, wenn man hier jetzt den Kondor sieht, gleich nebenan ist das Ufer von dem River, von dem Chanterbury. Das ist natürlich auch ganz schön. Leider ist es jetzt nur das erste OG. Ich denke mal, wenn man weiter oben ist, hat man wahrscheinlich auch vom Balkon. I think when you more on top, you have more nice view. Ne? Okay. So, gleicher Tag, etwas spätere Stunde. Hier geht nämlich gleich die Sonne unter. Und ja, wir haben uns das in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Und hier kommt unser Feedback. Also, ich sag mal, am Anfang, als wir die Anzeige im Internet gesehen haben, sah das ganz, ganz cool aus für diesen Preis. Und ich sag mal, die Räumlichkeiten waren noch ganz okay. Modern, die Küche richtig top, Badezimmer, auch die Ausstattung. Was mir persönlich stört, ist, dass man eigentlich gar keine vernünftige Sitzmöglichkeit hat, zum Tisch zum Arbeiten oder zu zweit gemütlich zum Essen. Der Balkon war ganz okay. Aber Leute, natürlich kein Vergleich in dem günstigen Apartment, wo wir hier gerade sind. Schaut euch das an. Dieser Ausblick, der ist natürlich top, top, top. Und das genieße ich auch jeden Tag, wo ich hier sitze oder auf dem Liegestuhl bin und so in die Büsche schauen kann, die Vögel beobachten. Das ist für mich schon ein kleiner Luxus pur. Abgesehen davon, dass dieser Balkon einmal ganz über Eck geht und riesengroß ist. Ja, ansonsten so vor dem Fitnessstudio, da war ich richtig, richtig enttäuscht. Das hat ganz gut geklungen in der Anzeige. Es waren leider keine Fotos vorhanden, aber was ich dann vorgefunden habe, für den einen oder anderen sich ein bisschen sportlich betätigen, mag das vielleicht ausreichen. Für mich war das gar nichts. Swimmingpool, ganz coole Geschichte, ist natürlich ein kleiner Luxus, hatten wir in Bangkok auch, aber auch wenn der Pool renoviert ist und dann wieder instand gesetzt ist, was mich da definitiv richtig, richtig stören würde, ist, dass dieser Pool so ein bisschen seitlich im Front von dem Apartmenthaus ist. Sprich, jeder, der da wohnt, hat quasi einen direkten Blick drauf auf den Pool. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Also das würde mich schon so ein bisschen stören und auf Dauer nerven. Den Pool, den wir in Bangkok hatten, der war auch so ein bisschen so geschnitten, dass einige Kondos hätten drauf gucken können. Aber man hat sich definitiv nicht so extrem auf dem Präsentierteller gefühlt, wie das da den Anschein so hat. Also definitiv fetter Minuspunkt. So, darling, we want to move next in another condo? No, I want to leave this place back. Ja. Manche Leute kommentieren ja auch immer, warum wir hier so günstig wohnen. Ihr könnt ja auch ein bisschen teurer mieten. Oder warum ihr auch so ein altes, extrem billiges Auto fahrt. Vergesst nicht, Leute. Klar könnten wir ein teures Auto kaufen. Klar könnten wir ein bisschen teurer wohnen. Aber wir haben Träume und Ziele. Wir wollen in der Zukunft, we want to move in the future to Laos. I say, some people
comment, so, why you buy so very cheap old car, why so rent so cheap? Mm-hmm. But we want to save money, ne? Yes. For the future. Yeah, not the future. We don't have future here. For what we have to buy expensive or good thing. I think when we live to Laos, we can buy what we want. Maybe we can buy new car or something, but can be forever. Genau, und das ist auch der Punkt. Ich denke mal, wir wollen uns hier keine großen oder teuren Gegenstände mehr anschaffen, wenn wir dann in ein oder spätestens zwei Jahren dann komplett nach Laos gehen und die Sachen dann so gut wie nicht mitnehmen können. Das macht für uns überhaupt gar keinen Sinn. Und aus diesem Grund versuchen wir hier relativ günstig zu leben. Ich versuche immer so mindestens oder knapp die Hälfte von meinem Einkommen, was ich habe, zur Seite zu packen, damit wir dann in Laos einen richtig, richtig guten Start haben. What do you say? I try every month a good money for my salary put beside that when we then move to Laos that we have a very easy and very good start. Yes. Everything can easy start. We can buy new car, we can building house in Laos. Richtig. Only on this time we save money first. Für den einen oder anderen vielleicht ein interessanter Condo oder ein interessantes Apartment. Manche interessieren sich nicht für einen Pool oder Fitnessgym. Ich denke mal, beside gym and fitness, the apartment is okay. Only so the kitchen, I think, very, very good. Mm-hmm. And the toilet, shower, very, very good. But I miss so a chair and table for my work or we can sit, eat together. This I'm missing in this apartment. Aber wie schon gesagt, jeder hat ja so seine anderen Bedürfnisse oder auch Prioritäten. Und ich sage mal, für 10.000 Baht, ob der Preis gerechtfertigt ist, für die Räumlichkeiten, für die Ausstattung, denke ich mal definitiv. Schreibt mir doch mal einen Kommentar, wie hat euch das Apartment gefallen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ruhig einen dicken Daumen da, da freuen wir uns immer drüber. Channel abonnieren, Glocke anklicken, vorausgesetzt, ihr wollt keine neuen Videos von uns beiden hier verpassen. Von Frank and Mike. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt duschen bei Abnahmen und abschalten oder auch gerne noch mehr Videos von uns angucken. Da haben wir gar nichts dagegen. We say good night. Have a good night. Good night. Bis zum nächsten Mal. Bye.